Oh je, Baptiste, wie lange bin ich schon da? Es sind noch 5 Wochen, dass sie bei uns sind. Mir kommt vor, es ist schon eine Ewigkeit, dass der Onkel mir hier anhat, noch kommen, für mich an seinen Platz zu setzen. Mir einfach hier allein zu lassen, für den Laden zu führen und in dieser Zeit darf ich den Bauchnabel prägeln. Sie sind noch der letzte Mann in der Familie, der den Namen Rüdinger trägt. Ah, Brezelfabrik ist nicht gerade noch mein Geschmack. Hat er jetzt die Glühbirnen gekauft? Hey Rüdinger, ich habe einen Koffer gemacht. Ah, jetzt heisst es, los du den Pausenstrauß. Hey. Oh, excuse, ich wollte sagen, jetzt können Sie endlich verreisen. Und darf ich fragen, wo es alle geht? Du bist schon fast nicht wunderfetzig, hä? Ich habe heute Morgen um 10:30 ein Déjà vu für auf Paris. Und dort habe ich jetzt wieder ein Rendezvous. Und dann wollen wir schauen, wie es weiter geht. Warum? Wissen Sie das noch nicht? Nein, das weiß ich noch nicht. In Paris bin ich nämlich nicht mehr allein. Hallo, gucken! Oh, excuse. Baptiste, es ist nicht, was du meinst. Ich will endlich Bekanntschaft machen mit meiner Tochter. Aber Doria, jetzt steht mir einer auf der Leitung. Oh, excuse, aber wenn Sie mich sagen, dass Sie Ihre Tochter nicht kennen? Ich bin mit der Mama von diesem Kind nicht hier gesehen. Jetzt schauen wir mal an, was man mit alles erfahrt. Oh, excuse, so Sarah kommen immer wieder vor, sogar in der besten Familie. Gut, Baptiste, ich rief dich ab und zu an. Vielleicht zu wissen, wie sich der Robert einschickt und anschickt da drin. Aber jetzt geht bei mir viel Wichtiges vor. He? Aha, du bist schon startbereit? Ja, sowieso, ja. Du musst dir keine Sorgen machen wegen dem Geschäft. Das führe ich schon de main de maître. Ich unterhalte mich noch kurz mit dem Onkel, bevor er es abreist. Und du schaust, dass mindestens 2 fremde Zimmer parat stehen. Oh, ihr wacht an mich Psyche. Kühm hat die Verantwortung vom Geschäft und schon geht's große Einladungen. Ah, mein lieber Mann, das geht noch gut. Bis Rüdingers. Jetzt sind wir Rüdiger. Nous voilà arrivés. Ich muss dir einmal merci sagen, dass du mir mitgenommen hast. Jo, weisst, so ist mir die Strecke von Paris ins Elsass nicht so lang wie vorher. Da ist die grosse Brezelfabrik von der Familie Rüdinger. Zum guten Bier habe ich die Brezel am liebsten. He? Aber hey, sag einmal, jetzt bin ich doch tatsächlich am Stutzen. He? Wer ich hier denn eben heute mitgenommen habe? Ich bin Sylvie Rüdinger, Tochter. Auf dem Baba, da wird hier eingestellt, wie er mich sieht. Er hat mir geschrieben, dass er mich in Paris besuchen kann. Aber für die Abwarterei ist mir zu langweilig geworden. Danach habe ich entschlossen, selber ins Elsass zu kommen. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Du kennst deinen Papa gar nicht? Nein. Weißt du, meine Eltern sind nicht hier gesehen. Ich habe meine Kindheit im Dolratal verbracht mit meiner Mama. Und dann hat sie mich verloren und ich bin auf Paris gekommen, ins Internat und später dann auf die Universität. Also, dann haben wir uns nur noch eins zu sagen. Salut und mach's gut! Du kannst doch hier bleiben, einen Tag, für meinen Papa lernen zu kennen. Warum denn nicht? He? Ja, wer haben wir denn hier? Für die Fabrik müssen wir uns durch den Hof, sie ist gerade hinten dran. Bonjour, Mama! Also, ich kann strahlen, wie ich will. Du bist ein echter Rüdinger. Oh, Mama! Also, jetzt gehe ich gleich auf der Seufucht, wenn wir euch einen Stall mehr haben. Ich lasse euch Zimmerrichter. Baptiste! Ich war nicht dagegen. Baptiste! Hey, das ist der Baptiste, der Diener. Ein richtiger Spassvogel. Meine liebe Scholli, ihr habt euch Zeit verloren.
Gehen wir den Herr Rüdinger fortfahren und Schutz. Oh, darf ich fragen, mit wem wir es zu tun haben? Eben gut, wohl. Ich habe keine Ahnung. Es strengt dich doch ein bisschen an. Ich bin doch Sylvie, deine Tochter. Was? Meine Tochter? Papa, trug mir an die Herz. Oh, Papa. Und noch kennen wir miteinander zwei Tage essen. Oh, ja. Zum allerersten Mal miteinander essen. Ist das nicht nett? Oh, das wäre unlogisch, he? Aber umgekehrt ist euch gefahren. Sogar Grossmütter halt jetzt noch zu dieser Siebschaft. Baptiste! Ich habe eine Tochter! Oh, Jesus, nein! Jetzt halt auch euer doch! Oh, hat schon wieder geschaltet! Ich bin für niemals da! Hm? Hör mal, Leute, nicht zu tun, wenn ihr schon groß aufsteht. He? Das ist ja alter Hirsch. Ich bin das Peggy von Schlimmwähler. Ich komme wegen dieser Annons. Sie ist für ein Schild, ein Technischen d'Intérieur. Oh, la la! Nun bin ich nicht ganz überzeugt, dass sie in der Ramme passen. Wie viele Stunden sind denn hier überhaupt gearbeitet? Nämlich ich präveniere die Leute. Ich habe nicht nur das zu machen. Oh, aber Güte, das hat es mich gefallen. Nur man müsste Ihnen Bling-Bling-Junior ein bisschen etwas zahlen, gell? Herr Rüdinger Junior, das ist Mamsel Schmeggi. Sie wascht nicht, sie putzt nicht, sie kocht nicht, sie leistet mir aber 3 Stunden Gesellschaft am Tag. Stunde kostet 20 Euro. Und ich will dir und die andere, wo an der Perle steht. Hi! Ja. Ich bin's, Peggy. Und mein Kumpel. Wir sind uns schon ganz gut einig. Hey, Baptiste, steht's auf? Hey, so eine Belchante de la Maison. Da siehst du ja an, dass ich nicht schaffen will. Ich glaube nicht, dass sie die Person sind, die wir eigentlich suchen. Also. Ich hätte aber gern die und keine andere. Du sollst dich schämen. Die Leute machen zu gut und mit vielen Ausreden, die Leute wollen fortschicken. Ja, immer nur bla bla bla. Gehen wir doch weg, hier rein, sind nur Maschinenheilige. Für Tobias mit Pratzen kann man doch zu etwas tun. Ja, dann morgen. Man sieht ja Rüdinger, wo in der Zeitung stehen. Warum waren wir versteigert? Sal weiß ich nicht. Aber ich habe auch noch in der Zeitung stehen. Bonjour, ich bin Gerda. Ich bin sozusagen ein Naturmensch, der im Sommer in der Hitze lebt und im Winter in der Kälte. Vorher war ich aufs Gabinett gegangen, bin ich dann in die Zeitung. Ich habe eine Reihe an Ausgleichen. Und auch die Leute, Gerda, die Stelle war etwas für dich. Ich glaube kaum, dass sie die richtige Person sind, die wir brauchen. Bei uns brauchen wir Ordnung. Und alles muss immer picobello sein. Gesundheit von der Rüdinger, ich trinke jetzt auf meine neue Schafposten. Nein, was soll ich denn machen? Hat ihr die Nummer schon draussen? Jetzt machen sie aus uns kommen. Pfui, Steifel! Was ist los, du Inge? Was ist denn für eine Schreierei? Siehst du schon gut, Robert? Die Person hat gerade wieder gehen. Nein, das ist doch nicht möglich. Mama? Mama, bist du es? Wer ist das? Sylvie, mein Kind! Oh, Sylvie! Ich möchte deine Meinung hören. Wie sehen wir uns? Sie sahen uns wie der John Travolta. Im berühmten Film Grease. Hey, das will ich euch hoffen. Ich will ja einfach machen als neuer Betriebsleiter und jetzt junger Vater. Bonjour, Alain. Wie geht's? Guten Morgen, Mamsel Sylvie. Ich kann mir jetzt schnell gehen unter den Stall legen, bevor die Mama kommt.
Der Bernard hat es auch in die Brücke geführt, für ihre drei Sachen zu holen. Ich bin auch so froh, dass er hier mit uns Gott für den Moment bleiben. Was hat jetzt der gemeint? Ich lasse ihm noch das Bier, das ich zahlt habe. Sieg in der Fuckelkrede, dass er hier hinter dich verbleiben. Wir gehen jetzt miteinander. Geh ein warmer, starker, guter Kaffee getrinken. Geh mal rein. Kaffee? Hey, du! Schau schon mal ein Bier rein, dann komm ich schon noch, hä? Aber die Chance, die sie mir hier angeboten haben, die lasse ich mir nicht nehmen. Die kommt zweimal. Gerda, sie müssen sich ein bisschen besser benehmen. Bei uns wird nicht gelebt wie du auf der Straße. Ich weiss nicht, was der Röni dazu wird sagen, wenn er zurückkommt. Doch will ich hoffen, dass sie ihre Lebensart auf der Stelle ändern. Wegen dem geht es jetzt in Richtung Badzimmer, wo die Wurzelbürste auf ihr wartet. Alle ab und Walzer. In meinem Alter noch einmal erzogen zu werden, hä? Das muss sie. Es ist nie zu spät, unsere krumme Boden stehen, noch eine stramme Hupfe stehen zu machen. Ein Haus jetzt wird geschrubbt. Ich will schnell Zug. Hey, wo ist denn die Lade? Die alte Glucka. Hallo, ich bin der Gut. Ich habe meine Kandidatur gestellt für den Arbeitsplatz, den sie bieten. Doch habe ich mich mit einem alten Trüeli und einem jungen Fetzer gleich verkracht, ja. Und da möchte ich mich jetzt excusieren. Oh, mein Säge, ist die Galle schon wieder da? Alle Pinguin-Junior, gib doch die Macht zu Stoß, alle! Alle Pinguin-Junior. Baptiste! Sei am Kirchen, Herr Rüdinger-Junior. Mein Schmecki ist wieder da. So, du hast die Eingestelle auch wieder gut kolonisiert. Deine Perlorach kann hier bleiben für einen Monat. Wenn sie mit ihrer Abschlägerei fertig sind, könnt ihr mit der Arbeit anfangen, Mamsel Schmeckig? Das ist die alte Casanova. Hast du es auch gemacht? Und du brauchst ja auch ein bisschen eine Zärtlichkeit, hä? Red nicht so blöd, der geht's raus. Oh, okay, so war ja bei Föhr. Wo kann ich mich hier rein? Und Internet anschliessen? Hinten hey, links geht's raus zu der Fabrik. Das erste Büro rechts, ja. Aber ich bleib lieber da innen. Denn die machen mir noch verrückt da drinnen. Seit heute Morgen haben sie ein Problem Informatik und ich verstand die roten Bohnen davon. Was ist, Papa? Fall ich dich so? Reizend. Ich will sagen, excuse. Hast du mir doch geschrieben, dass du einen kleinen Flieger gekauft hast? Hab ich dich geschrieben? Ja, weißt du das nicht mehr? Oh je. Yeah. Ich glaube, ich habe gedacht, ich wäre. Ich rede nur von deinem Motorschiffle. Luisa! Hey, ja, mein Motorschiffle habe ich doch noch. Sag einmal, Papa, du gefällst mir gar nicht. Du sollst vielleicht zum Doktor gehen. Ja, was wollen wir heute Nachmittag machen? Hast du etwas vor? Oder wollen wir gegen Golf spielen? Oder hast du vielleicht einen anderen Wunsch, wenn du etwas anderes machen willst, mein Schatz? Jetzt hast du endlich den Wärter gesagt, wo ich schon so lange drauf warte. Mein Schatz. Und so ewig bleiben. Ja. Ich die Schatz und du mein einzigster Papa. Aber nehmen wir an, also, ich war nicht die Papa. He? So, finde ich. Wie darfst du reagieren? Ich bitte nur, dass ihr mir richtig ein Papa gesucht. Aha. Ja, und was darf noch mit mir passieren?
Dich da dich direkt auf den Mond schießen. Jesus an, ist das Erwachsenenöl schon startbereit und steht Ihnen natürlich zur Verfügung. Ja, also was Peggy anbelangt, das schauen wir später an. Ich komme einfach zu nichts. Die Bahn in der Fabrik? Ja. Ja, das ist schon ein Kopf von ja. Rief mich Onkel an. Ihr Onkel? Ja, sei ihm, er sollte im Schnäscherwagen wieder heimkommen. Ça va, Mademoiselle Peggy? Es geht, ich kann nicht klagen. Und ich bin noch solo. Welche Karl das bis jetzt kapiert hat. Jetzt aber du ein Mann vom Format bist, hä? Dann könnt ihr mir miteinander eine Spritzkür machen. In deiner Kapotable. Danach zeige ich dir, wie man deinen Motor auf Hochtüren bringt. Hey, für den Junior, ich hab's probiert und probiert. Sehst du nichts mehr, ist nicht zu erreichen. Ich muss unbedingt rausfahren. Ich muss Peggy muss mit mir kommen. Ich brauche eine Sekretärin. Halt ja, Boss, ich werde zu langsam und genug. Baptiste, kann er sich nicht sagen, wo der Papa ist? Ja, normal ist der noch in der Hose. Ich kann nicht ins Feuer legen. Oh, excuse. Ich habe sagen, so viel er weiß, ist gerade fortgefahren. Was? Ach, fahrt um einen Unterwahn, als die ganze Produktion eingestellt ist? Das gibt's doch nicht. Bloß einmal den elektrischen Plan rausholen. Ich will einmal alles überprüfen. Oh, cool. Du hast recht, Bernard. Die Maschine, die mit dem Läufer durch zu viel Geld zum Spiel. Es hat schon mir und sehr viel Prier gekostet, aber ich meine, es hat sich gelohnt. Oh, Victoria, ich komme mir gerade vor wie Gina, Lolo, Brigitte. Ich kann den Petit Déjeuner tun und ich werde es servieren, wenn Sie es wünschen. Oh, nun, der Pipe. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Merci, Baptiste. Am Tisch Regel Nummer 2. Man rettet nie, wenn man das Müll voll hat. Nein, ich habe schon viel erlebt, aber das Mal verrisst mir die Geduld. Ich steck's auf. Könnt ihr einen Schluck Bier haben? Es tut mir leid, aber ich darf eigentlich kein Bier bringen. Sonst komm ich noch in den Teufelskuchen. Hauptsache ist die Maschine läuft wieder. Ja. Wow, Mama. Hola. Hast du dir aber schön angelegt? Und aufgeputzt, man kennt dir ja fast nicht mehr. Wenn ihr nicht erfahren habt, dass es der Neue ist, der das Geschäft übernommen hat. Ich kann es nur nicht glauben, als der mit dir nachgehalten hat. Und das habe ich dich dann erfahren, dass mein Papa gar nicht mein Papa ist. Was, Herr Richter? Das hat sich eigentlich für deinen Papa ausgegeben? Was hat der Karl für einen Vornamen? Ich weiß es nicht neu. Ich glaube, er heisst Robert. Ich habe noch nie mit einem Robert geschmuggelt. Der ist nur die Baba. Der René ist unterwegs. Der René ist noch immer heflig und galant. Er wird wahrscheinlich warten, bis er meine Flaschenlacht aufgehört hat. Da wird er schon wieder erscheinen. Bonjour, ich bin Anton. Ich bin der Herr Rüdinger. Enchanté. Darf ich wissen, mit wem was ich hier habe? Bonjour, Herr Rüdinger. Ich bin der Bernard Schwab von Schlittstadt. Berg und Dahl kommen nicht zusammen. Da hat sich schon ein Mann ein paar Schuhe abgelaufen für ins Dollardal. Aber das ist schon lange her. Nein. Hast du den Weg wieder allein gefunden, um da hinzukommen, Gerda? Und wenn ich dir jetzt eben vorstelle, wo du vor ein paar Stunden noch in ganz Paris gesucht hast. Papa, bist du es tatsächlich? Sylvie!
Und was ist mit Robert? Wo steckt er überhaupt da? Ja, man geht nicht auf der freien Jagd sehen und noch im Geschäft. Zum guten Glück hat uns der junge Schwab uns dran geholt. Auch hat sich um die technischen Probleme angenommen. Und in 0,x sind die Maschinen wieder gelaufen. Und in der Zwischenzeit, wer ist noch gekommen? Ich wäre schon ein Kunde, gleich dann noch reinschleifen. Ja, und noch so eine eher gespannte junge Frau, die Arbeit gesucht hat. Und mit der ist der Robert sofort fortgezogen. Von heute ab wirst du die Gerda in die Hand nehmen und anständig schülen, he? Wenn sie das Bier auf die Zeit kennt, haben wir schon viel geholfen. He? Anstatt mich zu freuen, als endlich Papa, Mama und Kind gemeinsam unter einem Dach sind, so muss ich mich ärgern wie eine Maschine. Ich will nur sehen, wo das alles uns noch anführt. Du weißt doch, dass wir hier innen beständig Besuch haben. Wenn jetzt jemand dir etwas verlangt, was wir nicht im Haus haben, müsst du immer eine Ausrede auf Lager haben. Mit Glitzkohl hast du mich Alltag nicht gesehen. Ich spiele jetzt einen Gast und ich werde dir etwas verlangen, was du nicht hast. Madame Gerda. Ja, bonjour. Enchanté. Madame Gerda, bringen Sie mir doch eine Serviette für mich das Müll auf das Putz. Im Moment haben wir gar keinen Haus, wenn es als dich sind. Von Serviette kannst du sagen. Die Serviette sind bei den Eiern. Sie waren alle mit unserer Hüsswoche brodiert. Probieren wir es noch einmal. Riefen Sie mich durch die Grossmama Edwige an den Tisch. Ich kann Ihnen die Grossmama Edwige nicht an den Tisch riefen, weil sie ein richtiger Essighafenwoche ist. Leck du doch mehr an den Kappen, du! Wow, Mama! Jedes Mal, wenn er reinkommt, wirst du älter stapeln. Man meint also, die armen Leute unter der Brücke sind in den Mondheim und sagen immer Ja und Amen. Da schau den an, umgekehrt ist euch gefahren. Ihr müsst ja schon bieten. Du bist mir richtig sympathisch. Wenn der am Herz der Schuh drückt, dann ist es gut nötig, dass du verliebt bist. Verliebt? Ich? Und nicht wer? So viel Leute sind wir nicht da rein. Warte, ich hätte eine Kleinigkeit so. Ah, ja. Und das war ja? Ich glaube, ich bin krank. Ah, da sind sie ja. Junge, kommen mit mir. Ihr will ihr den Betrieb zeigen, als ihr ihr ein gutes Bild machen könnt. Legen Sie gut kurz nochmal die Tüfri-Tischdecke auf den Tisch. Wenn die einmal in die Hölle kommt, gehen sie im Teufel seine Großmütter pensionieren. Aber heute Morgen kann ich mich das erste Mal in meinem Schlafzimmer in den Spiegel geschaut und habe gesagt, Spiegel an der Wand, wer ist schönst im ganzen Land? Dann hat mich der Spiegel angeboten,
Frag nicht die blöde Kühe. Soll er natschen, da in einem Bestuhl? Und wir sind nicht einmal in Pankate. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon endlich geschaffen. He? Oh, allmächtiger Streusack. Jetzt sind die euch schon wieder da. Der Herr Krüdinger Senior ist angekommen. Und möchte euch unbedingt sagen. Ach so, ein bisschen Geduld. Ich kann euch nicht hexen. Ihr werdet den Herr Rüdinger sofort ausrichten. Oh, alter Bock, immer im Galopp. Mächt. Hey, was ist, Onkel? Du hast nicht lange ausgehalten in Paris, hä? Jetzt, Robert, alles in Ordnung? Hast du mir etwas Spezielles zu melden? Alles im Butter. Also seit jetzt morgen steht die ganze Fabrik alarm. Gut, ich stelle jetzt einmal fest, dass du so flink bist wie ein Baserstil. Schau mal gut dort hinten. Siehst du, wo es der Schreiner das Loch gemacht hat? Du kannst hier mit deiner Technisien kannst du schön nehmen und dann können dich die Tiere in die Hand nehmen und verschwinden. Ich bin der letzte Rüdinger, du kannst mir nicht so Waffe. Ah, nichts. Du musst ja wohl schauen, wie schnell das was geht. So, der Düse geht. Oh nein, noch was verschwindest du. Düse! Durchs Fenster habe ich gesehen, wie deine Neuve ganz wütig. Düse geflogen ist, ja wohl gescheit. Hast du noch einen anderen Nachfolger in der Familie? Nein, nicht, dass ich es wusste, aber das ist kein Problem. Was willst du jetzt machen? Das weiss ich doch noch nicht, aber das kommt nicht allein auf mich drauf an. Bist du allein? Oder hast du noch eine größere Familie? Seither will ich nichts mehr wissen von der Frau. Ich habe mich selber schrecklich benommen. Ich gebe es zu. Wenn ich wenigstens wieder etwas gut machen, was ich selber dummerweise angerichtet habe, dann werde ich so machen. Ich rede mit dem Silvia, soll in die Geschäfte springen und ihr helfen. Es ist jung, flink und studiert bis auf die Herner. Das geht schon. René, ich sag das offen ehrlich. Ich will nicht mehr zurück in die Brücke. Nur eine fremde Freude hier bei mir im Haus, dass das sorgt immer für dummes Gebabbel im Dorf. Ja, nur musst du eben die fremde Freude mehr ins Rampenlicht stellen. Nun kennst du vielleicht die einzigste Frau, die an allem schuld ist und dich das Leben verpfuscht hat, fragen, ob sie noch einmal von vorne anfangen will. Ja, Herrschaft, noch einmal wirst du mir jetzt voll fragen, ob ich deine Frau will werden oder nicht? Gerda, willst du meine Frau werden? René, hast jetzt du eine Ewigkeit, Bruno? Ja, René! Und es ist Zeit, dass mich der Karren zu halb zwei endlich führen. Ja, schön, August. Jetzt macht er sich mit dem Nichtnutz zusammen. Mischst du dich nicht in meine Angelegenheit rein, hä? Voilà. Gerda bleibt jetzt hier mit dem Silvi. Ich glaube, es wird mir schlecht. Ich glaube, ich bin am Abkotzen. Madame Rüdinger, versprechen Sie doch keine Sorge, wo Sie nicht halten können. Mama, ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft eine ganz grosse und schöne Familie werden bilden. Ja, in Zukunft bin ich sicher, dass alles gut wird klappen. Silvi und Bernard werden das Geschäft übernehmen und ich bleib im Hintergrund. Du siehst, Gerda, wie man so schön sagt. Alte Liebe rustet nie. Du hast ihr ein erstes Geschenk. Was ist denn das? Wenn sie im Fall nicht das Glauben wäre, der Hochzeitsnacht, streichst du mir einfach ein bisschen von diesem Paprika in die Hose. Ein Junge, aufgehört.
Quarantäne und ich bin dir alles Strampf von der Mensch. Ich brauche so etwas nicht. Oh, excusez. Ich meine, umgekehrt ist schon in Gefahr.